Klasse, wir haben Krüger überlistet. Trotzdem haben wir vorsorglich beschlossen, nach Holland auszuweichen. Wir haben dort eine malerische Gegend ausgesucht, den holländischen Badeort Scheveningen. Geben Sie alles, sonst ist diese Etappe schneller für Sie gelaufen, als Ihnen lieb ist. Damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Autobahnrad und Rei. Motor geht's noch schneller. Heute in Scheveningen. Und da gucken wir mal, wie gut uns das gelingen wird. Los. Na gut, dann wollen wir mal Gas geben. Ich hoffe, diesmal ohne große Komplikation. Das hier ist so ein bisschen, immer ein bisschen kritisch, ne? Ja, ich versuche gerade hier mich mal so ein bisschen einzulenken. Das läuft ja gerade nicht so ganz rosig. Aber das kriegen wir noch hin. Warum steht er da? Fahr weiter. Erstmal unverwundbar gemacht. Alle Radarblitzer zerstört. Und da vorne sind unsere Gegner. Wir nehmen, versuchen zumindest erstmal alles mitzunehmen, was wir an Geld bekommen können. Das läuft doch schon mal sehr gut. Aus meinem Fahrwasser, Kumpel. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Ob wir uns hier doch noch an die vorderste Spitze kämpfen können. Ist ja erstmal die erste Runde. Die erste Runde ist ja erstmal noch sehr, sehr entspannt, wenn wir nicht jedes Mal gerammt werden würden. Die haben es einfach mit uns. Die haben es einfach mit uns. Ja, da ist schon jemand anderes. Also der dritte Platz könnte uns sogar schon sicher sein. Nicht auf mich, Leute. Oh, hier sind sie ja fast alle versammelt. So. Der Surferboy ist ganz, ganz vorne. Könnten wir vielleicht durchaus kriegen. Naja, noch sparen wir uns das bisschen Turbo auf, was wir haben. Sehr gut. Der nimmt erstmal alles mit, was er an Polizei kriegen kann. Nee, doch nicht. Ein Streifenwagen hat er für uns da gelassen. So, jetzt zweite Runde. Na, dann schauen wir mal, ob wir ihn einholen werden. Wir nehmen natürlich wieder den Gegenverkehr. Da verfolgt uns die Polizei wenigstens nicht. Schon mal ein Vorteil, den wir hier ausnutzen können. So. Hier spricht Krüger, es gibt keinen Ausweg. Eieiei. Das ging deutlich in die Hose. So schnell bist du wieder auf dem letzten Platz hier gelandet. Aber wir geben nicht auf. Noch ist alles drin. Weiß jemand zufällig, wo ich ein schnelleres Auto herbekomme? Gleich mal einen Überschlag gemacht hier. Na, sowas. Der Turbo lief nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Aber gleich sind wir wieder im Rennen. Ich sehe dich bei der Afterparty. Na komm. Da muss noch mehr drin sein. Die nächste Blockade.
So, da gucken wir mal, wo die anderen sind. Bisher müssten noch zwei vor mir sein. Oh! Die waren auf der anderen Seite. Sehr gut. So schnell haben wir uns wieder nach vorne buxiert. Jetzt sollen wir bloß keinen Fehler machen. Weil das Ziel ist nicht mehr ganz so weit. Das Taxi, was immer noch hier im Weg rumsteht, ganz klasse. Ganz klasse. So, Auto repariert. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch mit Turbo in die Ziele geraten, ohne zu eskalieren. Ja, das war nicht so der Plan. Aber es hat geklappt. Noch hat uns keiner eingeholt. Da ist die Zielgeraden. Komm, 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 komm. Wow, beim ersten Mal diesmal. Wunderbar. Da können wir auch gleich die nächste Mission mit hinten dran setzen. Wenn ich mal meine Klauen einsetze. Das war ja verdammt spannend. Danke, danke, danke. Aber sie sind cool geblieben und haben das Rennen meisterhaft nach Hause gefahren. Sie haben gewonnen. Mein Kompliment. In dieser Etappe ist Ihr Wagen etwas schwer in die Gänge gekommen. Moment, Moment, wir brauchen Mission. Verehrte Fahrer, das Finale ist fast in Sicht. Nur noch eine Etappe liegt vor uns. Dann werden wir sehen, wer der Beste ist. Die letzte Etappe führt uns in das belebte Amsterdam. Eine ausgezeichnete Stadt, um Rennen zu fahren und die Polizei abzuschütteln. Okay. In dieser Etappe ist Ihr Wagen etwas schwer in die Gänge gekommen. Sie könnten etwas Turboöl gebrauchen. Oh. Tune-up können wir nicht machen, also kein besseres Getriebe. Und los. Dann wollen wir mal ins Finale starten. Es kann nur einer auf dem Siegerpodest stehen, Junge. Sehr gut. Also der Anfang lief schon mal sehr, sehr gut. Besser sogar als in Scheveningen. Aber hier fliegt alles durch die Kante. Eieieiei. Ja, wir müssen uns bloß etwas nach vorne buxieren. Zwei sind noch vor uns. Erstmal die Lenkung blockieren, damit wir hier ein bisschen Chancen gewinnen können. Hier bin ich schon nie lang gefahren. Machen wir jetzt mal. Oh. Lief nicht so wie gedacht. Aber du scheinst sowieso nur über die einzelnen Boote fahren zu können. Also nur über zwei. Wartet auf mich, Jungs. So, wieder erfolgreich auf Platz 3. Da vorne ist schon die Polizei. Das heißt, unsere anderen zwei Gegner dürften gar nicht so weit weg sein. Dann holen wir mal auf, eh? So, hier linksrum dürften sie, also nicht linksrum, aber hier dürften sie bald sein, am Markt. Es ist grün, Jungs. Vollgas. Einheit 43, hier kommt, schließt die Blockade. Na, lief nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber... Wir sind auf einem guten Weg. Da haben wir den Surfer, Junge. Hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Oder auch nicht. Wir lassen das erstmal. Und landen auf dem vorletzten Platz. Nein, auf den letzten. Wer hätte das ahnen können?
Aber wie gesagt, erste Runde, noch ist nichts entschieden. Hier im finalen Rennen in Amsterdam. Sehr gut. Okay. Starten wir die letzte Runde und jetzt holen wir sie alle ein. Ganz rigoros. Wenn die Polizei nicht hinter uns her wäre. Unsere Gegner sind alle vorne und die sind hinter uns her. Das ist auch toll. So, ersten haben wir schon mal überholt. Hier steht wie immer ein Taxi im Weg. Jetzt gucken wir mal, wo der Rest der Bande ist. Ja, da haben wir die nächste. Und hier den Surferjungen. Jetzt ist es noch einer. Wo hat er sich versteckt? Wo ist er? Vorne an der Kurve hatte ich schon mal eine Tür von dem sein Wagen gefunden. Fehlt nur noch der Rest. Entschuldigung, das meinte ich nicht mitgeschüttelt. Ja, erstmal Auto reparieren. Eieieiei, der dringelt den weg. Ach Mann. Polizei muss unbedingt mich erwischen. Wieder durch den zerstörten Marktplatz. Glaubt, da vorne ist er. Und Eile waren doch nie gut für die Pets. Jetzt ist es nur noch an uns beiden. Aber noch ist, wie gesagt, nichts verloren. Komm, das kriegen wir noch hin. Wenn der LKW nicht im Weg liegen würde. Liegt er mal woanders. Oh nein, oh nein. Hier kommen wir nicht durch. Es geht nur auf einer Strecke. Ich hoffe, wir holen den noch ein. Wir brauchen hier das Finale, den ersten Platz. Noch sehe ich ihn nicht. Ah. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Eieiei. Naja gut, kann auch mal ein bisschen fehlschlagen. Ja, das erste Mal verloren. In der nächsten Folge holen wir uns den Sieg und gleichzeitig die entscheidende Runde. Bis dahin, euer Buddy und ciao.